So, ihr Freunde der Südsee und der gepflegten Unterhaltung, hallo und herzlich willkommen, fröhlich und munter, komme ich vom Walde her. Ich begrüße euch recht herzlich zu Let's Play Beyond Two Souls. Wir sind natürlich Jody, wie könnte es anders sein? Und wir wissen gar nicht, was hier gerade abgeht. Wir haben unsere Mutter getroffen, Nora, und haben erfahren, dass wir getrennt wurden nach der Geburt und dann kam eines zum anderen, die CIA hat uns aufgespürt und hat uns zurück in die Anlage gebracht, wo der momentan größte Kondensator, das jetzt gebaut wird und steht. Wir haben Nathan wieder getroffen und die CIA hat einen Job für uns. Kasachstan hat tatsächlich ebenfalls ein Portal in die Infrawelt gebaut. Und es ist unsere Mission, dieses zu zerstören, denn falls sie es öffnen sollten oder es ihnen gelingen sollte, eine Öffnung zu schaffen, dann wäre das wohl die Apokalypse. Und jetzt ist die Frage, was mit uns und unserem Team passiert ist. Denn wir finden uns hier in einem Verhörraum. Offensichtlich der Folter nahe wieder. Und wir wollen, wie gesagt, wissen, was hier los ist. Also steigen wir gleich dort ein. Auf die Maus. Es reicht mit dem Quatschen. Weiter geht's. Er hat sie geschickt. Alden. Wo bist du? Okay, das war offensichtlich schon ein kleiner Flash-Forward. Und jetzt geraten wir erst... Jetzt kommen wir in die richtige Zeitlinie. Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Okay. Können wir denn hier mal gucken, so grafikmäßig? Können wir die denn erkennen an der Maske? Na, nicht so wirklich. So. Wir erfrieren hier draußen. Kannst du bitte ein Versteck für uns suchen? Bin ja schon dabei. Das klappt nicht. Ich meine, ich tue hier immerhin mein Bestes. Okay, das ist auch nichts. Ziemlich zugeschneit. Was ist denn hier mit diesem Boot? Offensichtlich auch nicht. Okay. Oh, guck mal, das sieht gut aus. Da ist ein Haus dort hinten! Ich sehe es! Dann los! Wir fahren Ski, ja. Wir sind in Kasachstan zum Skiurlaub. Wir sind schwer gepackt mit Waffen und allem drum und dran, haben ein ganzes CIA-Team dabei, aber wir machen Urlaub in Kasachstan. So, angekommen. Okay, das Haus geht wenigstens. Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leitet uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Oh, der super tolle Muster-Agent macht hier einen auf großen Macker. Alright, die Jungs machen ein Feuerchen. Was machen wir so lange? Ah. Der Kollege macht seinen Laptop an, okay.
So, Ryan, was ist los? Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Verdammt, das Zeug ist zu nass. Du bist noch sauer auf mich. Es muss was einfallen. Sonst zerfrieren wir heute Nacht. Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Verzeih ihm nicht. Du darfst ihm nicht verzeihen. Das ändert nichts an meiner Meinung. Genau. Du bist ein Loser, Ryan. Du hast keine Ahnung von Frauen. Du bist ein Nobody. So, was ist jetzt bei euch da hinten Phase hier, Männer? Zwei Männer, die keine Ahnung haben, wie man ein Feuer anmacht. Super. Erstmal ein Käppchen. So, was haben wir hier Schönes? C4. Sehr gut. Sprengen uns alle in die Luft. Ausrüstungscheck. So, hier, Feuermänner. Was ist Phase? Haben wir es jetzt bald? Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Da. Hey, du verdammtes Genie. Gib mir 5, Vince. Siehst du das, ihr Jody? Ja. Ja. Ganz toll, Jungs. Ihr seid super. Habt ihr ganz toll gemacht. So, es sieht geil aus, wa? Ey, alter Vater, das sieht so grafisch gut aus. Und das ist noch PlayStation 3. Ich würde ja voll gern wissen, wie es auf der 4er aussieht, wa? So, wir sollen kurz rausgehen. Nicht so weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mache da draußen keinen Stadtrundgang. Minus 40 Grad, echt jetzt? Okay. Da zu der roten Tür sollen wir? Okay. Warum auch nicht? Echt scheiße, wer der. Fuck. Fuck. Ich erfriere hier. Das ist gut kalt. Kommt da gerade ein Lastwagen angefahren? Sehr gut. Erstmal ein krasser Militärtransport, ich verstehe. Gut, dass wir unsere Skier nicht gesehen haben, das Licht durch das Feuer nicht gesehen haben und uns nicht gesehen haben. Super. Hätten wir gleich mit einem alle wegsprengen sollen, alle von der Bank weg. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Hast du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Ja, Leute. Aufsatteln. Und dranbleiben. Skifahren ist voll geil. Fahrt ihr auch Ski? Ich fahr super gerne Skier. Ich bin richtig gerne im Skiurlaub, aber es ist schon Ewigkeiten her, leider. Keine Zeit dafür. Muss ich mal demnächst wieder machen, so ein, zwei Jährchen vielleicht mal. Ja, in Österreich oder Bayern reicht ja auch sowas in der Art, ne? Skifahren ist echt super, ich liebe das wie nichts anderes. Habe ich damals von meinen Großeltern gelernt, das Skifahren. Ja, dann waren wir ja schon fast da, ne? Bingo. Einmal sieh nach, was drin ist. Ja, was soll da drin sein? Eine Schokoladenfabrik, ey, keine Ahnung. Wenn der Panzerwagen durch die Gegend rollen, weißt du, dann wird er bestimmt. Naja. So, schauen wir mal. Wupp. Ach du Schande. U-Boote?
Wasser gelassen werden. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Toll. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden? Kümmere dich darum. Alles klärchen. Typ Nummer 1, weg die Sau. Dann schnappen wir uns mal den hier, dann machen wir die Luke am besten zu und dann Kopf ab. Ganz rustikal, simpel, einfach gehalten, schnell, kurz, schmerzlos, zack, weg ist die Sau. Da müssen wir gar nicht irgendwie ranhauen. Quatsch, da ist noch ein Stab Uran, bis Plutonium. 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 So, weg die Sau. Toll, geschossen hat er. Tinze! Super smart. Einwandfrei, sag ich dann hier. Da haben wir kaputt gemacht, alle beide. Das ist aber ziemlich lässig geblieben dafür, dass gerade ein Kamerad erschossen wurde und der andere so dumm neben ihm steht. Da wäre ich ja voll hingesprintet. Aber nein, nicht diese Jungen. Sie haben eine kasachstanische Militärausbildung. Und jeder weiß, dass eine kasachstanische Militärausbildung awesome ist. Kalt, aber awesome. So, Türchen auf. Dankeschön. Aua. So, stimmt, wir fühlen ja mit. Gib mir mal eine Sekunde, okay? Wir werden wohl ins U-Boot rein müssen. Hier ist wenigstens etwas wärmer. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was das bedeutet? Zweite. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Aber wir zurückkommen. Müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Super. Ich frag mal ganz dumm, warum... Ja, warum haben wir CIA-Agents und nicht, Special Forces, Mega-Einsatzkommando, die dafür speziell ausgebildet sind? Ich meine, die ja bestimmt auch, aber... Ich kenne jetzt so die Militärstruktur in Amerika nicht ganz so doll. Wir sind auch ausgebildete U-Boot-Fahrerin, Taucherin, Pilotin, ich weiß nicht. Ist doch klar, vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Toll. Ja, das war mir völlig klar. Welche Wagemut. Wahnsinn. Wie kaltherzig wie den Tod ins Auge blicken und sagen, fick dich, du dober Tod, du. Du kannst mir mal die Eier kraulen. Da hing der Typ voll über der Rampe. Geh tiefer, so, die Basis ist nicht mehr weit. Muss ich mich jetzt in der Basis bewegen? Oh ja, voll geil. So. Ein Leitfaden aus Lichtern, sehr schön. Die Sicht ist mies. Egal. Ach Quatsch, ist doch alles gut. Wir haben noch unsere Lichter, wir wissen genau, wo es hingeht. Da erwarten uns absolut keine unvorhergesehenen Sachen.
Nichts Unvorhergesehenes, kein Schreckmoment, keine Einsamkeit. Es ist alles sicher. Der Stein da oben sieht ziemlich labil aus, ich sag's nochmal. Aber egal, unterm Strich, alles sicher. Wir können aber auch nicht schneller fahren, wir sind ja voll lahmarschig. Da ist ein Fischchen. Alles ist sicher, alles ist ruhig, alles ist das behutsame Meer. Mehr brauchen wir nicht, mehr Meer. Oh, hier die Kasachstanier, die haben doch alles, alles unter Kontrolle. Oder die Kasachstanesen? Ja, siehst du das Licht? Sieht gut aus. Ich hoffe, er will keine Antwort. Ich hoffe auch. Weil wir jetzt offensichtlich nie. Warum reisen wir in ein fremdes Land, ohne einen Dolmetscher zu haben? Das ist auch schon wieder so dumm. Irgendwie ist das Ganze nicht so durchgeplant, wie ihr dacht, Leute. Also irgendwie ist das nicht so. Nicht so mega gut. Vorsichtig andocken. Da rostet es schon so ein bisschen. Das sieht alles nicht so Hightech-mäßig aus. Nicht so sicher. Na gut. Wir vertrauen einfach mal, dass die Kasachstanier wissen, was sie tun. Ich bin beeindruckt. Toll. Wenige halten das so lange durch. Aber offensichtlich ging das ziemlich schief. Sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Nö, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten? Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja. Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Aua. Wir reden nicht weiter. Wir bleiben jetzt eiskalt. Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Und Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Oh, sieht aber auch echt gut aus, ne? Noch keine Antwort? Nein. Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Gar nichts, ich mach das nicht. Ich schüttel den Kopf und sag, möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Gibt's nicht. Hat der dem das Ohr abgeschnitten? Der hat ihm das Auge rausgeschnitten. Das ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Fucking Auge rausgeschnitten. Fuck. Na los doch. Boah, Ryan, ey. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Scheiße. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Boah, Ryan, ey. Kann man jetzt eigentlich überleben, wenn einem so einfach das Auge rausgeschnitten wird? Man verblutet doch bestimmt, oder? Das stimmt nicht. Schmerz, Herzinfarkt. Irgendwie sowas halt. Echt heftig. Was jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? So als amerikanisches Weißbrot? Nein. Aber ich überlege mir was. Super. Na dann, los geht's. Das ist auch schon der Kollege Schnürschuh. So. Drin sind wir. Gleich würden wir uns natürlich schon irgendwelche Fragen stellen, wenn wir natürlich werden wir auffliegen. Das ist doch auch dämlich, wenn. Oh Gott, ey. Wird halt einfach Jody, nicht.
Du darfst nicht so nah an sie rankommen. Wir können nicht nur warten. Nee. Olai. Tingse! Von Sadi de Wuchi! Ja, toll. Aua. Hat super funktioniert. Ganz großes Kino. Haben wir ihn eigentlich immer wir umgenockt? Wow. Jody, was ist da los? Was ist ein? Oh Gott, er wird rausgehalten. Er ist ausgesperrt. Wir sind getrennt von ihm. Darum hilft er uns nicht. Lass mich da durch. Scheiße. Okay, wir brauchen... Okay, wir sind getrennt von Joy. Wir müssen sie finden. Und zwar schleunigst. Wo geht's lang? Aiden, alles klar. Wir machen das jetzt. Komm. Du und ich. Aiden, nur wir beide. Waffenkammer? Würde ich mal sagen. Wir müssen irgendwie dieses Kraftfeld ausschalten. Oberste Priorität. Kraftfeld aus. Nee, hier irgendwas? Er hat seine Waffe gerade zusammengebaut. Das sieht aber falsch aus, mein Freund. Nee, da ist nichts. Scheiße. Ich muss irgendwie diese Tür aufkriegen. Okay, wir machen hier mal auch wieder Feierabend für heute. Zack, einmal kurz hier pausieren. Ups, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Das tut mir leid. Entschuldigung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir versuchen, Jody zu retten. Und ich glaube, für Ryan selbst. Ich weiß nicht, ob es für ihn noch Rettung geben wird, aber... Bin ich zu weit gegangen? Hätte ich reden sollen? Hätte das geändert? Ah, ich hasse diese Spiele. Man weiß immer nie, ob man richtig gehandelt hat oder nicht. Es gibt eigentlich kein richtig oder falsch. Zum Kotzen. Wie gesagt, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis morgen. Tschüss.